Jo Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Hops genommen, dem Format, in dem wir den Yu-Gi-Oh! Anime. Freunde, beim letzten Mal waren wir bei dem epischen Duell zwischen Rex Goodwin. Warte mal, das ist der aus 5Ds. Freunde, beim letzten Mal waren wir bei dem epischen Duell zwischen Rex Raptor und Joey Wheeler stehen geblieben, welches hauptsächlich darauf basierte, dass alle anwesenden Charaktere der Meinung waren, dass Joey zu dumm sei, den Zauberer der Zeit korrekt auszuspielen, was eigentlich keinen Sinn ergibt, aber seien wir mal ehrlich, bei Joey Wheeler nicht mal wirklich unverständlich ist. Jedenfalls endete dieses Duell damit, dass Joey nicht nur das Spiel, sondern auch den schwarzen Rotaugendrachen von Rex gewann, Tristan ihn schubste und Mai unsere Freunde zum Essen einladete. Einlud. Es heißt Einlud. Oder heißt es Einladete? Digga, ich habe Abitur, aber selbst das weiß ich nicht. Jedenfalls geht das Abenteuer unserer Freunde damit weiter, dass sich Gon, Killua, Kurapika und Leorio langsam beginnen, mit Mai anzufreunden. Das ist ja auch alles schön und gut, aber es gibt da eine Sache, die mich einfach nicht zur Ruhe kommen lässt. Und zwar, wie hat es Mai geschafft, eine komplette Campingausrüstung in ihrem Rucksack tagelang durch das gesamte Königreich der Duellanten zu schleppen? Die hatte sogar eine Dusche da drin. Ich meine, wie hat sie das geschafft, die ganzen Tage auf ihrem Rücken zu tragen? Ist sie irgendwie The Rock oder so? Warte mal, wenn Mai The Rock ist, dann bin ich doch ganz sicher. John Cena! Wie auch immer, unsere Freunde campen wie waschechte COD-Spieler in der Welt des Königreichs der Duellanten, bis Mai kurz die Gruppe verlässt und daraufhin von einem unbekannten Duellanten gemokubert wird. Und wie bei allen anderen 27.479,2 Entführungen in den ersten 12 Folgen dieses Anime, ja, wir sind mittlerweile erst bei der 12. Folge, fällt es den Hauptcharakteren selbstverständlich nicht auf, dass eine ihrer Mitstreiterinnen gerade ein paar Meter von ihnen entfernt gejubelt Großvater wird. Vielleicht haben sie es aber auch einfach nur ignoriert, weil es Mai ist. Das wäre zumindest die logischste Handlung im bisherigen Verlauf des Anime. Die Sache mit Mai ist allerdings erstmal nicht weiter relevant. Wie ihr wisst, Freunde, hatten Yugi und Joey bisher 4 Gegner im Königreich der Duellanten, und zwar Weevil, Rex, Marco und Mai. Und diese Gegner waren zwar ziemlich cool, um die Hauptcharaktere stark aussehen zu lassen und um diverse Monstertypen vorzustellen und diverse Duelltaktiken zu zeigen. Allerdings waren sie noch keine wirkliche Bedrohung für Yugi oder Joey. Aber an diesem Punkt treffen unsere Freunde auf einen waschechten Dämon, auf den Bösewicht aus dem gesamten Anime, und zwar den weißhaarigen Buben mit goldenem Ring. Mit anderen Worten, Bakura gesellt sich zu Yugi und seinen Freunden. Es wird komplett ignoriert, dass Mai nicht mehr zur Gruppe zurückkommt. Und eine Zeit lang reden Yugi, Bakura und die anderen darüber, was ihre Lieblingskarten sind und dass sie sich duellieren wollen und so weiter und so fort. Bakura und Yugi wollen sich duellieren und Yugi packt dann auch noch die Lieblingskarten seiner Freunde mit in sein Deck, damit es so ist, als würden sie alle zusammen am Duell teilnehmen. Ich meine, man kann halt auch einfach abwechseln oder Tag-Team-Duelle machen oder sonst irgendwas in der Art, aber wer bin ich schon, das zu hinterfragen? Die Lieblingskarte von Yugi ist selbstverständlich der schwarze Magier. Die Lieblingskarte von Joey ist überraschenderweise nicht der schwarze Rotaugendrache, sondern Flammschwertkämpfer, was aber logisch ist, da er den schwarzen Rotaugendrachen erst vor ein paar Stunden von Rex bekommen hat. Die Lieblingskarte von Tristan ist die Karte Cyber Commander, welche sowas von irrelevant und sowas von schlecht ist, dass sie nach 19 Jahren ihren Weg immer noch nicht ins TCG gefunden hat, und Thea spielt anscheinend heimlich Gold-Format. Bakuras Lieblingskarte ist Überläufer bzw. Wandelndes Herz. Und diese Karte wird auf jeden Fall noch eine elementare Rolle spielen. Es kommt, wie es kommen musste. Bakura transformiert sich zu Piccolo und sperrt Yugi und seine Freunde ins Reich der Schatten ein, beziehungsweise sperrt sie in ihren Lieblingskarten ein, aber dazu kommen wir gleich noch, und fordert Yami Yugi bzw. Trunks zu einem Duell heraus. Ich versuche zu vermeiden, den echten Namen von Yami Yugi an diesem Punkt zu erwähnen, denn das würde irgendwie das Ende des Animes spoilern. Ich gehe zwar davon aus, dass wir alle diesen Anime, der Anfang der 2000er rausgekommen ist, mittlerweile gesehen haben im Jahre 2021, aber es wäre ein Spoiler. Imagine, es ist einfach der Name des Hauptcharakters und das ist einfach der Spoiler über das Ende der Serie. In anderen Serien stirbt halt irgendwer oder es wird gesagt, dass alles nur eine Illusion gewesen ist oder sonst irgendwas, und in Yu-Gi-Oh! Findet der Typ seinen Namen raus. Und bevor sich jetzt wieder irgendjemand in seiner persönlichen Ehre gekränkt fühlt, weil ich das Ende von Yu-Gi-Oh! Schlecht geredet habe, es war ein Witz, okay? Ich finde das Ende von Yu-Gi-Oh! Gut. Es war ein Witz.
Diese gesamte Videoreihe basiert nur auf Witzen, okay? Wie auch immer, es kommt zum Duell zwischen Yami Bakura und Yami Yugi und abgesehen von der Tatsache, dass Yugi und seine Freunde in Karten eingesperrt worden sind und jetzt als Monster gegen die Monster von Bakura kämpfen müssen, war alles ziemlich sinnvoll. Also nicht sinnvoll, sondern Yu-Gi-Oh! Sinnvoll, aber ihr versteht, was ich meine. Ich muss allerdings sagen, dass diese ganze Charaktere sind auf einmal Kartensache ein bisschen weird fand. Nicht mal aufgrund der Tatsache, dass die Charaktere halt in den Karten eingesperrt worden sind. Ich meine, Bakura hat halt dunkle, finstere, böse Zauberkräfte. Bakura ist sowieso einer der besten Charaktere im gesamten Anime. Sagt, was ihr wollt. Alles, was er tut, ist cool, okay? Egal, ob es Sinn macht oder nicht. Und das an sich ist nicht mal unlogisch. Was mich viel eher stört, ist die Tatsache, dass die Charaktere, wenn sie im Duell zerstört werden, also deren Monsterkarten zerstört werden, tatsächlich auf den Friedhof gelegt werden, beziehungsweise ins Reich der Schatten geschickt werden. Denn wenn einer von Yugis Freunden auf den Friedhof gelegt wird, sprich im Duell zerstört wird, dann wird er von dem Sensenmann der Karten verfolgt und keine Ahnung, was soll dann passieren? Will der ihn fressen oder will er ihn aufschlitzen oder was will er mit ihm machen? Es weiß niemand! Es weiß niemand, okay? Und ich frage mich an der Stelle, würde Yugi seine Freunde, also Tristan und Joey, nicht beide mit Monster-Reanimation zurück aufs Feld holen? Was würde dann mit den beiden passieren? Angenommen, Yugi würde das Duell verlieren, würden sie für immer auf dem Kartenfriedhof bleiben? Was keinen Sinn machen würde, weil ja die Karten auch nicht nach dem Duell noch auf dem Friedhof bleiben. Und was, wenn Yugi das Duell gewinnt und die beiden dann aber trotzdem noch im Friedhof liegen? Würden sie dann auch im Friedhof bleiben und quasi dann ihr Leben im Reich der Schatten verbringen? Oder würden sie dann auf einmal auf magische Weise in die richtige Welt zurückteleportiert werden? Ich frage mich, wie das alles funktionieren soll. Wirklich interessant wurde es allerdings erst, als Yami Bakura die Karte Überläufer gespielt hat. Und wie ich schon gesagt habe, ist es die Lieblingskarte von Bakura. Also dem richtigen Bakura. Stellt sich heraus, dass dieser ebenfalls in seiner Lieblingskarte eingesperrt wurde und jetzt quasi gegen seine Freunde kämpfen muss. Und wie wir wissen, Überläufer würde an der Stelle eigentlich die Kontrolle über ein gegnerisches Monster übernehmen. Allerdings entscheidet sich dann Bakura dazu, da er ja nicht gegen seine Freunde kämpfen möchte, stattdessen die Kontrolle über eins von Yami Bakuras Monstern zu übernehmen. Wo ich mich halt frage, wie kannst du denn bitte die Kontrolle über ein Monster übernehmen, was sowieso schon auf deiner Feldseite liegt? Jedenfalls wird Bakura jetzt zu der Lady des Glaubens, also dem Monster, welches Yami Bakura bereits auf dem Feld hatte, und es ergibt sich folgende Situation. Sollte Yugi ihn angreifen und damit das Duell gewinnen, würde Bakura, der ja jetzt in der Lady des Glaubens steckt, auf den Friedhof gelegt werden und wäre damit im Reich der Schatten. Und das möchte Yugi natürlich nicht, da Bakura ebenfalls sein Freund ist. Sollte er sich aber entscheiden, nicht anzugreifen, dann wird Yugi wahrscheinlich selbst verlieren und seine ganzen restlichen Freunde, inklusive dem richtigen Yugi, ins Reich der Schatten verbannen. Wie gesagt, ist mir die ganze Mechanik dahinter mit, wir sind Monsterkarten, wenn wir auf den Friedhof gelegt werden, sind wir wirklich im Reich der Schatten, etwas suspekt. Aber das ist gerade nicht der Punkt. Yami Yugi hat also mehr oder weniger die Wahl, seine Freunde zu retten oder Bakura, der ebenfalls sein Freund ist. Wie manövriert man sich jetzt also aus dieser misslichen Lage? Selbstverständlich regelt das Millenniums-Puzzle mal wieder alles. Und ja, das Millenniums-Puzzle hat magische Kräfte, das wissen wir mittlerweile alle. Es manipuliert unter anderem das Glück des Trägers in einem Duel-Monsters-Spiel. Das ist kein Witz, wer das Millenniums-Puzzle trägt, kann bessere Karten ziehen, weil er mehr Glück hat. Und wir haben auch bereits gesehen, beziehungsweise sieht man das eigentlich eher im Original Yu-Gi-Oh! Anime, dass das Millenniums-Puzzle Yami Yugi dazu befähigt, Penalty Games auf seine Gegner auszuüben. Das bedeutet, sie quasi zu bestrafen. Allerdings frage ich mich, woher das Millenniums-Puzzle die Macht haben soll, Bakura aus der Lady des Glaubens rauszuholen in die Realität und stattdessen Yami Bakura da einzusperren. Wie soll das denn bitte funktionieren? Vor allem, wenn es so einfach wäre, warum hast du dann nicht einfach die Seelen deiner Freunde bereits aus den Karten rausgeholt, wenn das möglich ist? Ich kann euch sagen, warum. Weil das Millenniums-Puzzle ständig, also zumindest zu Beginn der Serie, für alle möglichen Situationen, aus denen man nicht mehr rauskommt, genutzt wird, um dann irgendwelche Ass-Pull-Dinger abzuziehen, wie man es dann doch noch schafft, irgendwelche unlösbaren Situationen zu lösen. Wahrscheinlich könnte das Millenniums-Puzzle sogar einen dreifachen Salto, dabei Chips essen, das One Piece finden, Boden-Pokémon mit Elektroattacken schwächen, Lelouch wie Britannia Befehle geben und Son Goku das Spotlight stehlen, indem er sich im neuen Dragon Ball Super Arc zuerst in die super neue krasse Super Saiyajin-Form verwandelt.
Okay, seien wir ehrlich, das wird niemals passieren. Um aber wieder zurück zum Punkt zu kommen, das Millenniums-Puzzle tauscht also die Plätze zwischen Bakura und Yami Bakura, sodass Bakura letztendlich in der realen Welt ist und Yami Bakura das Monster ist, welches von Yugi angegriffen wird, sodass Yami Bakura in Form von Lady des Glaubens auf den Friedhof gelegt wird und dann dort vor dem Sensenmann der Karten wegrennt? Ich meine, das macht gar keinen Sinn. Der Typ hat das Reich der Schatten erschaffen. Wieso sollte der Angst vor irgendeinem komischen Sensenmann haben? Und noch eine Sache, die ich hierbei nicht ganz verstehe. Theoretisch müsste Bakura, also der richtige Bakura, ebenfalls auf dem Kartenfriedhof sein, denn die Karte Überläufer, welche ja die Lieblingskarte von Bakura ist, in welche er eingesperrt ist, wird ja nach der Aktivierung auf den Friedhof gelegt. Also müsste er sich theoretisch auch dort befinden. Und vor allem frage ich mich, warum Yami Bakura überhaupt die Karte Überläufer ausspielt, wenn er doch weiß, dass es die Lieblingskarte des richtigen Bakuras ist und der sich wahrscheinlich dagegen wehren wird, gegen seine Freunde spielen zu müssen. Ich meine, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Nach dem Duell ist jedenfalls alles wieder in Ordnung, alle sind wieder in der realen Welt und abgesehen von Yugi und Bakura weiß keiner, was passiert ist und alle denken, sie hätten das nur geträumt. Natürlich hatten alle 5 anwesenden Personen denselben Traum. Allerdings gibt es immer noch eine Frage, die mir noch nicht ganz beantwortet ist. Und zwar, wer zum Reich der Schatten kam auf die Idee, die Karte gerechte Nachspeisen in ein 2000 Lebenspunkte-Duell zu integrieren? Eine Karte, die es erlaubt, 500 Punkte Schaden zu machen für jedes Monster auf der Feldseite des Gegners. Gerechte Nachspeisen, oder wie sie im Anime heißt, selber schuld, ist wohl die OP-ste Burn-Karte aller Zeiten. Ich meine, du kannst einfach warten, bis der Gegner 4 Monster kontrolliert, gerechte Nachspeisen flippen, machst ihm 2000 Burn-Damage und im Anime zu dem Zeitpunkt haben sie ja nur 2000 Lebenspunkte und du hast gewonnen. Bakura hat diese Karte in diesem Duell gespielt und hat Yugi 1500 Punkte Schaden zugefügt, weil Yugi 3 Monster auf dem Feld hatte. Ich meine, was ist das denn für eine kranke Karte? Klar, aus heutiger Sicht ist gerechte Nachspeisen eine faire Burn-Karte, was auch immer Fern-Burn-Karten sein soll, aber ihr versteht, was ich meine. Zu Beginn von Yu-Gi-Oh! War gerechte Nachspeisen sogar eine okay Attack-Choice. Also, man hat es ab und zu gespielt, so im Jahr 2002 oder so. Im TCG ist die Karte also weitaus nicht so stark wie im Anime. Aber die Tatsache, dass man mit nur 2000 Lebenspunkten spielt und diese Karte easy 2000 Burn-Schaden machen kann, das ist einfach nur krank. Die Karte ist One-Card-OTK. Du wartest einfach, bis der Gegner ein paar Monster beschwört, flippst gerechte Nachspeisen und hast gewonnen. Was ist das denn? Wie soll das denn möglich sein? Wer ist dieser Goki? Wer ist dieser Armageddon-Ritter? Den kann man ashen, den braucht man nicht. Gerechte Nachspeisen OP, gerechte Nachspeisen Tier Zero, Freunde. Zusammen mit anmutiger Würfel und Bauganien. Ach ja, und falls ihr euch jetzt fragt, wie es mit Mai weitergeht, beziehungsweise wer sie entführt hat, dann wartet einfach bis zum nächsten Yu-Gi-Oh! Hops genommen oder schaut euch mein dümmste Duelle-Video dazu an. Ich gehe jetzt auf jeden Fall los und bestelle mir ein Playset gerechte Nachspeisen, denn in 27 Jahren, wenn der Pokémon-Hype vorbei ist und die Leute endlich festgestellt haben, dass Yu-Gi-Oh!-Karten cooler sind als Pokémon-Karten, werden die bestimmt eine Menge wert sein und ich kann mir davon bestimmt eine Villa kaufen. Oder eine PS5 oder den Drillroid aus Akizasan. In dem Sinne, Freunde, falls euch das Video gefallen hat, aktiviert eure Gerätezauberkarte, den Daumen nach oben und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Gerätezauberkarten.